Die Geschichte des weißen Mantels beginnt mit einem Mann. Sein Name ist Saul. Dies ist seine Geschichte. Im Jahr 1067 nach dem Exodus stolperte der spätere Retter Kreitas, Saul d'Alessio, durch den Dschungel und wartete auf den Tod. Er war ein Spieler, ein Dieb und ein Trunkenbold, der für seine Taten in die Wildnis verbannt worden war, um dort zu sterben. Aber statt den Tod fand er durch die Unsichtbaren Erlösung. Die Unsichtbaren waren strahlende Wesen, groß, schlank, beflügelt, erhaben und den Menschen wohlgesonnen. Sie heilten Sauls Körper und Seele und verliehen ihm Weisheit und Verständnis. Saul kehrte als neuer Mensch nach Kreitar zurück mit einer Botschaft der Hoffnung. Bei den von den Gildenkriegen gebeutelten Kreitanern fiel diese Botschaft auf fruchtbaren Boden. Viele schlossen sich ihm an. Noch während Askalon brannte, fielen die Char in Kreitar ein. Ihre Armee marschierte über die fernen Zittergipfel und stürzte auf Kreitar hinab wie ein Löwe auf seine Beute. Der König von Kreitar, König Jaeden, verließ seinen Thron und floh. Kreitar war dem Untergang geweiht. Saul und seine ergebensten Gefolgsleute arbeiteten einen Plan aus. Sie wussten, wo sich das Hauptlager der Char befand. Wenn sie es schaffen würden, die Führer der Char auszuschalten, gäbe das darauffolgende Chaos den Kreitanern die Gelegenheit, sich zu erheben oder wenigstens in Sicherheit zu bringen. Saul und seine Anhänger wussten jedoch, dass dies eine Mission ohne Wiederkehr sein würde. Im Idealfall würde ihr Tod Kreitar wertvolle Zeit verschaffen. Doch Saul war bereit, dieses Opfer zu bringen, wenn es die Rettung Kreitars ermöglichte. Ihr Glauben ließ ihnen keine andere Wahl. Nachdem sie das Hauptlager der Char erreicht hatten, töteten sie den General und seine Stellvertreter. Saul wusste, dass ihr Tod der Preis für ihren Mut sein musste. Er kniete ein letztes Mal nieder und betete mit seinen Anhängern zu den Unsichtbaren. Zu Sauls Erstaunen erhörten die Unsichtbaren seine Gebete. An diesem Tag endete die Invasion der Char und die Überlebenden flüchteten zurück über die Zittergipfel. Die Unsichtbaren bescherten Saul einen großen Sieg. Doch der Sieg hatte seinen Preis. Die Unsichtbaren verschonten nur ihre ergebensten Anhänger. Und Saul musste mit Schrecken feststellen, dass diese neuen Götter weder gut noch gnädig waren. Sie verschleppten Saul, um sein Stillschweigen sicherzustellen. Er wurde nie wieder lebend gesehen, aber seine Geschichte lebte fort. Und Saul d'Alessio wird für alle Zeiten als Held Kreitars bekannt sein. Die Überlebenden der Schlacht gegen die Char, Beichtvater Dorian, Justitiar Haplion und Justitiar Thomas, nutzten die Legende von Saul d'Alessio, um die Herrschaft des Weißen Mantels in Kreitar zu sichern. Sie brachten Frieden nach Kreitar. Ihre Herrschaft war fast unumstritten. Das alles sollte sich ändern, als die Askalonier über die Zittergipfel nach Kreitar flohen. Um Löwenstein herum war der weiße Mantel zu der Zeit in einen Kampf mit Untoten verstrickt, die von einem Licht beschworen wurden. Eure Tapferkeit und Ehre stehen außer Frage. Ich danke euch im Namen des weißen Mantels. Unser Gründer Saul d'Alessio wäre stolz gewesen, euch seine Freunde zu nennen. Die Askalonier konnten mit ihren Taten schnell das Vertrauen des Weißen Mantels erringen. So wurden die askalonischen Flüchtlinge in Kreitar aufgenommen. Sie gründeten später die Siedlung Askalon nordöstlich von Löwenstein und müssen sich seitdem der Zentauren erwehren, die aus dem Norden kommen. Doch die Helden, die die Flüchtlinge über die Zittergipfel geführt haben, intensivierten ihre Zusammenarbeit mit dem Weißen Mantel. Willkommen in Löwenstein. Zu dieser Zeit gelangte der Weiße Mantel auch in den Besitz seines mächtigen Artefakts. Da ist es! Das Zepter von Ur! Gut, dass wir es gefunden haben. Wenn es den Untoten in die Hände gefallen wäre... Kommt jetzt! Je früher wir das Zepter in Sicherheit bringen, desto besser!
Das Zepter von Orr erlaubte es, über Leben und Tod zu gebieten. Der weiße Mantel konnte das Zepter bergen, aber damit waren sie noch lange nicht in Sicherheit. Doch die Askalonier eilten auch hier zu Hilfe. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid die Helden, die in aller Munde sind. Stimmt genau. Und wir werden euch zum Tempel der Toleranz eskortieren. Wir können nicht zum Tempel zurück. Es wimmelt dort von Untoten. Das ist bereits erledigt. Der Tempel ist jetzt sicher. Dem Himmel sei Dank. Beichtvater Dorian wird sich freuen, das Zepter endlich wiederzubekommen. Nun, dann beeilen wir uns besser. Sie konnten Dinas und das Zepter von Orr in Sicherheit bringen. Dinas würde dafür auf ewig dankbar sein. Für diese Taten wurden die Askalonier in den innersten Zirkel des weißen Mantels aufgenommen. Tretet vor! Das war sehr tapfer, euch dem Übel so mutig in den Weg zu stellen. Allen Widrigkeiten zum Trotz habt ihr alle den Pfad des Helden gewählt. Dafür stehe ich in eurer Schuld. Als Belohnung für eure Dienste für den weißen Mantel werdet ihr in unsere Organisation eingeführt und zum Ritter des Mantels erhoben. Ritter des Mantels, erhebt euch und tretet zu euren Waffenbrüdern. Alles sah nach einer glänzenden Zukunft für Kryta aus. Die Askalonier wurden schon bald zu einer der wichtigsten Aufgaben des Weißen Mantels eingesetzt. Das ist das Auge von Jantir. Es kann das magische Talent erkennen, das in jemandem schlummert. Wen es anstarrt, der steigt ruhmreich auf oder versinkt in Schande. Bringt es mit jenen nach Lehmhorst, die das Auge als würdig erachtet. Der weiße Mantel suchte überall in Kryta magiebegabte Menschen, um sie im Tempel der Toleranz auszubilden. Dazu nutzten sie das Auge von Jantir, ein geheimnisvolles Artefakt, das hier im Zusammenhang mit den Mursaat auftauchte. Es ist nur sehr wenig darüber bekannt. Die Askalonier konnten diese Aufgabe umsetzen und die Auserwählten konnten sich auf den Weg zum Tempel der Toleranz machen. Bringt alle Auserwählten zur Karawane, wenn sie bereit sind. Jawohl! Wir brechen bald auf. Doch dort sollten sie niemals ankommen. Der weiße Mantel hatte mit einem Aufstand von einer Gruppe namens Glänzende Klinge zu tun, die sich im Maguma-Dschungel versteckten. Was war das? Es kam von dort drüben. Das ist ein Hinterhalt. Oh nein! Es ist die glänzende Klinge. Nein! Dwayna, sei mit uns. Schnell, bringt die Auserwählten in den Dschungel. Tut uns bitte nichts! Seid ruhig. Euer Leiden ist bald zu Ende. Die glänzende Klinge verschleppte die Auserwählten. Die Askalonier begaben sich in den Dschungel, um die Auserwählten zu retten. Die glänzende Klinge bediente sich uralter Magie, um durch den Dschungel zu navigieren. Das erschwerte die Verfolgung. Und es zeigte sich, dass die Auserwählten von heimischen Spinnen gefangen wurden. Und hier kam es zur Konfrontation mit der glänzenden Klinge. Ihr da, ihr könnt uns nachher durch den Dschungel hetzen. Ich flehe euch an, wenn ihr nur eine Spur Anstand habt, helft mir, die Auserwählten zu retten. Gemeinsam mit der glänzenden Klinge retteten die Askalonier die Auserwählten. Und so kam es zum Kontakt. Ihr habt genau 10 Sekunden für eine Erklärung. Sonst spießen wir euch auf. Vielleicht solltet lieber ihr etwas erklären. Angeführt wurde die glänzende Klinge von einem Dreigespann, Evenja, Saitra und Markis. Und es bestand nicht unbedingt Einigkeit über das Vorgehen. Wärt ihr nicht aufgetaucht, hätten wir sie vielleicht doch noch verloren. Verloren? Ihr wolltet sie gar nicht töten? Wo denkt ihr hin?
Dass wir die Auserwählten vom Mantel befreit haben, um sie den Spinnen zum Fraß vorzuwerfen? Nichts könnte der Wahrheit ferner sein. Was wolltet ihr denn dann? Sie vor dem Mantel retten. Sonst nichts. Die Spinnen waren ein, Fehler. Ich traue ihnen nicht, Evenja. Die gehören nach wie vor zum Mantel. Ich weiß, Marcus. Aber ich glaube, dass sie ihre Meinung über ihre Meister vielleicht ändern, wenn sie selbst sehen, was der weiße Mantel mit den Auserwählten tut. Was wollt ihr damit sagen? Dass ihr sie ziehen lasst? Ja, Marcus. Genau das habe ich vor. Wer weiß, wenn sie den Blutstein sehen, werden sie vielleicht zu wertvollen Verbündeten. Das ist ein Fehler, Evenja. Vielleicht, wer weiß. Wenn ich euch richtig einschätze, werdet ihr zum Blutsteinsumpf gehen. Ihr werdet die Wahrheit über den weißen Mantel erkennen. Dann steht ihr vor einer schweren Entscheidung. Es zeigte sich, dass Evenja die Askalonia durchaus richtig eingeschätzt hat. Sie begaben sich zum Blutsteinsumpf und wurden Zeugen der Machenschaften des weißen Mantels. Ich bin der Sensenmann, der Erlöser. Und ich ernte die Seelen der Ungläubigen. Denn ihr Gestank, er verweilt. Bis die falschen Götter verschwunden sind. Der weiße Mantel opferte die Auserwählten auf den Blutstein, um ihn mit Magie aufzuladen. Tausende wurden hier schon hingerichtet. Seht an, unsere alten Freunde. Wir dachten, die glänzende Klinge hätte euch getötet. Wir haben uns geirrt. Jetzt seid ihr dran, Hablion. Eure Tage sind gezählt. Ihr habt lange genug Unschuldige ermordet. Ich fürchte, da irrt ihr euch. Ihr seid es, deren Weg hier endet. Doch die Askalonier machten dem Treiben hier ein Ende. Nun möge eure Seele bis in alle Ewigkeit durch den endlosen Nebel irren. Das bedingte eine Reaktion des weißen Mantels. Der weiße Mantel befindet sich wieder im Krieg. In unseren Reihen gibt es Verräter. Sie geben sich als Freunde aus und fallen uns dann in den Rücken. Der Angriff auf den weißen Mantel hat ihr Schicksal besiegelt. Jetzt werden sie ihre gerechte Strafe erfahren. Tötet sie alle! So wurden die Askalonier zu Feinden in Kryta. Doch den Askaloniern gelang es, den Steinkreis von Denravi, einen uralten Druidenzirkel, für die glänzende Klinge zu erobern. Der einzige Weg in den Steinkreis hinein führt durch das Steinkreistor und nur jene, die schon einmal in Denravi waren, finden den Weg dorthin wieder. Gut gemacht. Vielen Dank. Jetzt können wir gegen den weißen Mantel zurückschlagen. Das Blatt hat sich gewendet. Los, der alte Druidentempel muss über dem Wasserfall sein. Sehen wir uns unser neues Zuhause an. Von hier aus konnte die glänzende Klinge in Sicherheit gegen den weißen Mantel operieren. Der erste Schlag gegen den weißen Mantel zielte auf das Zepter von Orr. Freunde, es tut so gut, euch wiederzusehen. Damals an der Dalessio-Küste hätte ich nicht gedacht, dass ich euch einst das Zepter von Orr geben würde. Durch einen Freund beim Feind gelang es ihnen, das Zepter in ihren Besitz zu bringen. Das blieb nicht unbemerkt. Das Zepter von Orr! Es wurde gestohlen! Wer den weißen Mantel bestiehlt, hat keine Zeit, die Beute zu genießen. Doch die Askalonier konnten ihren Herrschern entfliehen. Zu ihrer Überraschung mussten die Askalonier aber erfahren, dass das Zepter einen anderen Besitzer haben sollte. Oh, das Zepter von Orr. Endlich ist die Zeit gekommen, es unseren Unterdrückern heimzuzahlen. Sollte das Zepter nicht gestohlen werden, um es vor dem Mantel zu schützen? Wie werden wir es verwenden? Ich denke, das ist Visier Kilbrons Aufgabe. Wir haben ein Abkommen mit dem früheren Berater des Königs von Orr.
Der gute Visier will uns im Kampf gegen den Mantel helfen, wenn er das Zepter bekommt. Was für ein Anblick! Einer der größten Schätze meiner zerstörten Heimat. Der mächtige Visier beherrschte die Magie des Zepters und er brachte sein ganzes Wissen mit. Hier gibt es einen Verräter aus dem inneren Rat der glänzenden Klinge. Was? Wer? Ihr kennt ihn unter dem Namen Markis. Er gibt sich als euer Freund und Vertrauter aus, ist aber eigentlich ein weißer Mantelspion. Wir müssen zum Doc, um Evenja zu warnen. Daher fürchte ich, es wird noch schlimmer kommen. Der Mantel hat ihr Schiff bereits gestürmt. Das Wrack liegt in Trümmern auf dem Grund des Hafens. Und unsere Freundin Evenja wurde gefangen genommen. Ich kann ein Schiff aus der Tiefe heraufbeschwören, das uns hier wegbringt. Geht zum Strand. Mit Hilfe des Visiers gelang es den Askaloniern aber, sich dem Zugriff des weißen Mantels zu entziehen. Wir müssen zurück nach Denravi, um die anderen zu warnen. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Die glänzende Klinge ist bereits vom weißen Mantel vernichtet worden. Aber euer Leben gegen einen unschlagbaren Gegner aufs Spiel zu setzen, wird euren Freunden nicht helfen. Dann hat der weiße Mantel gewonnen. Der weiße Mantel kann noch geschlagen werden. Wagt euch in die Kristallwüste und steigt auf. Das wird euch die Stärke geben, euch dem Rest des Mantels und ihren unsichtbaren Göttern zu stellen. Was müssen wir denn tun? Findet den Propheten und verlangt die Gabe des wahren Gesichts. Die Askalonier waren nun voll in die Auseinandersetzung in Kryta verstrickt und waren fest entschlossen, den Konflikt zu Ende zu bringen. Der Visier hatte recht. In Ilona führten sie die Prüfung des Aufstiegs durch, die ihnen die Möglichkeit gab, die Mursat zu sehen. Dafür mussten sie zahlreiche Abenteuer überstehen. Diese sind aber eine Geschichte für eine andere Zeit. Das Ergebnis war, dass die Askalonier die Prüfung des Aufstiegs ablegen konnten und so zum Propheten kamen, der Drachin Glind. Die Nachkommen Kalkatoriks führte sie dann auch auf den weiteren Weg. Endlich ist es soweit. Ihr seid die Auserwählten, auf die ich gewartet habe. Der Rest der Welt hat sich verändert, als ihr in der Wüste wart. Ich zeige es euch. Jene, die ihr einst Freunde nanntet, sind jetzt eure Feinde. Ihre Seelen tragen ein dunkles Geheimnis. Ihre unsichtbaren Götter sind nichts als eine Rasse grausamer Zauberwirker, die als die Mursat bekannt sind. Die Mursat werden, wie von mir vorhergesehen, durch die Hand der Auserwählten untergehen. Sie werden Kryta nicht länger im Würgegriff halten. Die Mursat und ihre menschlichen Anhänger verfolgen die Auserwählten, um die Erfüllung der Prophezeiungen zu verhindern. Ihr seid ihnen aber entwischt. Und eure Freunde büßen dafür. Markis hat sie verraten, so wie er euch verraten hat. Wenn ihr ihnen nicht zu Hilfe eilt, werden sie sterben. Etliche sind bereits in Gefangenschaft. Man wird ihnen die Seelen auf einem der 5 Blutsteine stehlen, wie den Auserwählten, die im Maguma-Dschungel ermordet wurden. Falls das geschieht, kann keine Magie irgendeiner Welt sie jemals zurückbringen. Dieses Portal bringt euch in die Zittergipfel. Die Askalonier machten sich auf den Weg, Evenja zu retten und den weißen Mantel zu stellen. Mit der Möglichkeit, die Mursat zu sehen, konnten sie Evenja befreien. Wir sitzen fest. Bringt Evenja nach Osten. Die Deldremor-Zwerge dort nutzen vereiste Wasserwege zum Transport. Vielleicht findet ihr ja eines ihrer Eisschiffe. Ich werde die Mursat aufhalten. Nehmt meinen Bogen
Dort, wo ich hingehe, werde ich ihn nicht brauchen. Doch fehlte ihnen noch die Möglichkeit, die Mossad zu besiegen. Daher blieb ihnen nur die Flucht. Diese gelang mit Hilfe der Eisschiffe der Zwerge. Kaum zu fassen. Saidra ist tot. Jetzt zahlen wir es den Mossad heim. Für jeden unserer Blutstropfen, den sie vergossen haben, nehmen wir zwei. So blieb wenigstens eine Anführerin der glänzenden Klinge erhalten, um die Rebellen zusammenzuhalten und in den Kampf gegen den Weißen Mantel zu führen. Es gelang den Askaloniern, einen Schutz gegen die Magie der Mossad zu erhalten. Die letzte Überlebende vom Volk der Seher, alten Feinden der Mossad, half ihnen, ihre Rüstung gegen die tödliche Magie der falschen Götter des Weißen Mantels zu imprägnieren. Und damit konnten sie endlich zurückschlagen, und das zeigte auch bald Wirkung. Als erstes gelang es ihnen, Markis zu töten und Rache zu nehmen. Mögen die Toten, die ihr verraten habt, euch im Jenseits verfolgen. Der Tod ist zu gut für euch. Möge eure Seele niemals Frieden finden. Die Situation wurde besonders kompliziert, weil auch die Zwerge in einen Bürgerkrieg verwickelt waren. Die Mossad unterstützten den Weißen Mantel jetzt offen und alle Fraktionen in den Zittergipfeln wurden in das Chaos hineingezogen. Die Feste gehört euch. Der Kampf aber geht weiter. Die Mossad und der Weiße Mantel sind unterwegs hierher. Sie treiben die Bewohner der Zittergipfel vor sich her. Doch mit ihren neuen Fähigkeiten gelang es den Askaloniern, das Blatt zu wenden. In der Feste Donnerkopf kam es zur entscheidenden Schlacht. In einem langen und zähen Kampf gelang den Askaloniern und der glänzenden Klinge der Sieg. Beichtvater Dorian kam dabei ums Leben. Auch der Tod kann euch nicht vor meinem Zorn retten. Bitte verzeiht mir meine Nachgiebigkeit, König Eisenhammer. Der Beichtvater könnte uns noch nützlich sein. Wesir Kilbronn konnte mit seinen nekromantischen Fähigkeiten den Sieg dann sichern. Die Askalonier zogen dann, wie prophezeit, weiter nach Westen, auf die Feuerinseln. Dort war die Festung der Mossad und dort wurden in einer apokalyptischen Schlacht die Mossad geschlagen und versprengt. Justitiar Thomas, der letzte Überlebende der Schlacht gegen die Char, floh in dem Chaos und versteckte sich im Exil der Sklavenhändler. Später kam er dort ums Leben, als dieser Unterschlupf geräumt wurde. Das Zepter von Orr verschwand in diesen Wirren. Ohne die Unterstützung der Mossad und mit ihren Anführern tot oder geflohen, versank Kryta im Bürgerkrieg. Unter der Führung von Beichtvater Isaiah klammerten sich die Reste des Weißen Mantels an die Macht. Ihnen stand eine Allianz aus Royalisten unter der Führung von Prinzessin Salma gegenüber, der Tochter des geflohenen König Jaden. Es entwickelte sich ein erbarmungsloser Konflikt. Jetzt trat eine neue Heldin auf den Plan. Ihr Name war Livia. Ich gehöre der glänzenden Klinge an. Die Nekromantin war bei den Asura, um neue Magie zu erlernen. Sie brachte ihr Wissen über die Nekromantie voll mit ein. Im Kielwasser des Weißen Mantels kam es bei uns in Kryta zum Bürgerkrieg. Gruppen und Splittergrüppchen vernichten das Volk. Wir suchen neue Wege, neue Zauber und Verbündete, um dem Land endlich Frieden bringen zu können. Livia war von den Zielen der glänzenden Klinge fanatisch überzeugt und verfolgte sie mit absoluter Konsequenz. Wir alle bringen Opfer. Ich würde 10-mal mehr opfern, könnte ich dadurch mein Volk schützen. Sie hatte auch einiges gelernt. Ich habe viel von ihm gelernt, was Kryta nützen kann. Sagt, habt ihr je vom Zepter von Orr gehört? Zu aller Überraschung kam ein Justiziar des Weißen Mantels auf die Askalonier zu und brachte beunruhigende Kunde. Der Mossad, Lazarus der Furchtbare, hatte sich während der Schlacht auf den Feuerinseln versteckt, indem er sich in verschiedene Aspekte aufgeteilt hatte. Seine treuesten Anhänger waren die Gefäße, die Aspekte aufgenommen haben, und den Mossad wieder ins Leben zu holen, kostete den Träger das Leben. Dies war nicht in Justiziar Navids Interesse. Doch leider konnte das Unvermeidliche nicht aufgehalten werden. Als sich der Mossad wieder zusammensetzte, kostete es den Justiziar das Leben.
Doch es war der glänzenden Klinge zuvor gelungen, den Aspekt in Navi zu vergiften und Lazarus wurde zum Rückzug gezwungen. Sein Verbleib ist nicht bekannt. Es gibt also noch einen lebenden Mossad. Irgendwo. Aber die Mossad konnten auch nicht mehr zugunsten des Weißen Mantels eingreifen. So kam es zur Schlacht um Löwenstein, die die Royalisten für sich entscheiden konnten. Der Weiße Mantel war vernichtet. Endlich konnte Frieden nach Kryta kommen. Prinzessin Salma bestieg den Thron und ihre Regentschaft sollte ihr den Beinamen Die Gute verleihen. Königin Jenna ist die letzte bekannte Nachfahrin von Königin Salma. Vielen Dank an Weicher Muffin für die Darstellung des Saul d'Alessio, sowie an Jun Shaoran, der das Ganze möglich gemacht hat. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da. Oder wenn ihr mehr wissen wollt, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch sehr über Hinweise, Anregungen und Kritik in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich, euer Mr. Jacer. Macht's gut!